kann mir auch vorstellen, wenn du Stärke höchstes Level hast, könntest du rein theoretisch, wenn du hart genug reinspringst, möglicherweise über den Zaun drüber springen. Sprich, also quasi aus dem Gebiet rausspringen. Ist das realistisch? Eher nicht, und vor allem ist da garantiert eine unsichtbare Wall. Echt? Ja. Meinst du? Ja, das gibt es ja auch anderswo auf der Map. Zum Beispiel auf Customs im neuen Durchgang gibt es ja auch so eine Treppe, wo du aber nicht hochkommst, weil so eine unsichtbare Wand da ist. Nein, ich meine, du springst vom Dach und über den Zaun drüber. Ach also so, raus, das meinst du? Ja, das ist durchaus möglich, ja. Weil du dann so schnell rennst, weil du ja eben Stärke-Level genau. Max hast, dann springst genau, du nicht mehr. Ja, das bist du? Ich bin hier bei diesen Figuren. Oder bei. Ja. Ah. Ich komme jetzt zu deiner Linken raus, wahrscheinlich. Das ist doch dieser Brunnen und so. Ja, ich komme jetzt zu den Figuren. Ich bin am Lagerfeuer. Brunnen. Ah, okay, da bin ich schon weiter. Bin fast am Ressort. Oder direkt am Ressort in der Ecke. Komm jetzt hoch. Ja, ich komme jetzt auch zur Ecke. Müsstest du mich jetzt hören? Ja. Ja. Hello. Wieder da hinten rein? Ist hier andere Diener von der Seite spawnen, die näher sind? Weißt du das? Ja klar, hinten im Eck, wo wir mal unser Gear gedroppt haben, kann da jemand spawnen. Wobei ich halt denke, wenn so wenig Leute spielen und tagsüber, werden sie die Spawns schon recht gut verteilen, aber man weiß es natürlich nie. Könnte durchaus sein, dass da jemand spawnt. Man ist jetzt so viel mehr beweglich und läuft auch schneller. Ja. Ich hab Laserpoint an. Irgendwas läuft über uns. Tür auf. Direkt über uns. Hatchling sein, oder? Nehme ich mal stark an, ja. Ich gehe mal die große Treppe hoch. Bin ein gutes Stück noch hinter dir. Ey, der wird keine Kisten durchsuchen, wenn er ein Hatchling wäre, oder? Ja, gerade dann, weil dann. Oh, im Gang. Fuck, an der Gang ist einer. Ich glaube, der hat mich gesehen. Hatchling tot. Aber auf der anderen Seite, ne? Durch den langen Gang durch, war einer, der mich vermutlich gesehen hat. Der ist nach rechts weggelaufen. Ich weiß nicht, wie. Den dritten hoch? Der ist wahrscheinlich auf der anderen Seite jetzt im dritten oder so. Hm? Der Hatchling hat irgendeine Waffe, glaube ich, in der Hand oder so. Ja, die sind sogar zwei Tote, oder? Nee, ach, whatever. Du bist im dritten? Ich bin im dritten? Ja. Ich glaube, jetzt ich bin jetzt zwischen den Treppenhäusern, quasi. Wo bist du? Noch uns oben? Ich komm aus dem Treppenhaus und dritten hoch. Ja, hier rennt was. Draußen, er ist draußen. Die rennen durch. Spieler, geht Spieler. Der geht rein, die kommen jetzt zu dir ins Treppenhaus rein. Ja. Der ist reingelaufen. Fuck, nehme ich die Shrimp oder die Erde?
noch einer, noch ein Gear da. Wow, okay. Einmal. Siehst du? Nee. Ja, die haben den Hatchling erschossen. Der ist auch dort gewesen. Zwei Geared im Treppenhaus jetzt, safe call. Das kleine oder das große? Ja, große, ich bin jetzt hier direkt neben dir. Irgendwas läuft durch den. Kommt von den ADM, glaube ich. Geht nach? Ich müsste eigentlich auch die Assets nachladen. Ja, da kommt einer. Hat Hit. Da ist noch einer, Ja. Hat auch. Warte mal, ich muss ein anderes Treffen aufdecken. Mal runter. Jetzt bin ich jetzt. Und zweiten? Noch nicht ganz, ich bin wieder oben im dritten. Okay. Wollen wir runtergehen beide gleichzeitig? Ich gehe im zweiten runter. Okay, ich auch. Ob den im kleinen Zimmer ist? Nee. Bin bei der Treppe im zweiten. Ich auch. Der Leine hochgekommen. Aber es kann auch gut sein, dass sein Mate sich hier irgendwo verkriecht oder so. Ich lad nach. Geh mal ins Zimmer. Da vielleicht ist. Guck mal, außen höre ich Schritte. Könnte ein Scav sein, aber es ist ja auch vorher jemand durch diesen kleinen Gang gerannt. Also ich schätze mal, unter uns ist vielleicht jemand. Ich spring. Du gesprungen? Ja. Hier ist das Loch, glaube ich. Ist hier ein Loch? Nee. Du bist oben im dritten? Ne, im zweiten. Bin direkt bei dir im Zwischengang. Steps, oder? Ja, ich bin's nicht. Holzsteps auf jeden Fall, ja. Du warst es jetzt nicht, ne? Nein. Dann über uns. Glaube ich. Ich denke auch, ja. Das bist du jetzt nicht. Nein, ich stehe. Ich mach kein Geräusch. Der hat eingeheilt? Ja, der hat auf jeden Fall eine Waffe. Vielleicht ist sein Mate durch den zweiten und wollte durchs andere Treppenhaus hochgehen oder sowas. Der ist jetzt über uns. Ich höre Metallsteps. Das heißt, jemand geht vielleicht die Außentreppe aufs Dach oder so? Oder runter? Das sehe ich, das würde ich sehen. Hier ist keiner. Ach nee, der ist oben über dieses Ding drüber gelaufen im dritten. Weißt du, hier diese. Wo man drüber gehen muss. Dann ist der quasi genau über mir. Also nicht genau über mir, aber. Ich decke dieses Loch, weißt du, beim Durchgang, ob er da nicht runterdroppt. Außensteps? Oder Dach? Dich? Nein. Er hat einen erschossen. Ist einer tot. Ich weiß aber nicht, was genau hier passiert ist gerade. Ich würde sagen, der ist über mir irgendwo. Oder? Im dritten Stock. Wo die Billardtische ist, glaube ich. Oh, hier ist einer tot, hier direkt neben mir im Treppenhaus. Ach du Scheiße. Krass. Da habe ich gerade geguckt, da war keiner und jetzt ist er tot. What the fuck? Nice. Und wo hat er denn da geschossen? Vom Dach ins Treppenhaus rein oder was? Pff, möglich wär's. Soll ich zu dir kommen oder wollen wir dann beide hoch? Keine Ahnung, was. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt momentan nicht, was wir machen sollen. Wir warten einfach mal. Abwarten, ja. Oh, über mir läuft wieder was, glaube ich. Ne, außen läuft was, der läuft weg, oder? Ne, ich bin verwirrt. Bist du das, der rennt? Nee, nein. Wirklich immer noch am Dach. Der kann vom großen Treppenhaus nicht zu mir rüber, oder? Weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich bin hier immer noch Loch am Durchgang. Ich decke jedenfalls kein Treppenhaus. Aktuell. Nee.
Das ist Dach. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es Dach ist. Ach, er hat mich. Er steht direkt vor mir, direkt im einem anderen Treppenhaus, Mann. Ach, warum kippen die anderen eigentlich nicht um, ey? Mann. Ich hab zuerst geschossen. Kommt der von oben, oder? Ja, der kommt von oben runter. Das große. Ja, kleine, kleine. Okay. Geh hin, du holst ihn. Oh, warum fallen die nicht um, Mann, ey? Ich spiele. Das sind aber zwei. Der ist geschossen. Ich hab eine. Ja. Nice. Wiesig hab ich getötet. Ich hab nur einen gesehen. Ich habe noch Schritt über mir. Hat das fast im Tee und so? Ja, fast im Tee. Was ist das für ein Dreck, Mann? Warum geht die Kugel nicht durch? Ich sterb sofort. Oh, Mann. Aber sein Matt kommt jetzt nicht in so einem scheiß Raum drin. Wenn ich gar nicht rein wollte. Wir jetzt noch am Dach. Denke ich mal zumindest. Dieses Spiel ist geisteskrank, Mann. Ja, ich sag's halt, dieses ja, was heißt Gekämpfe, aber halt dieses eng Close Quarters ist halt so komisch in dieser Map. Weil du halt so viele Winkel hast und dann unter Umständen auch Desync dazu oder so. Deswegen finde ich es immer fast sicherer, halt dann zu rushen. Ich meine, klar, man kann nicht immer rushen, aber... Ganz ehrlich, ich gucke mir das Video jetzt nochmal in Halfspeed an. Wie viele Kugeln in seinen Kopf reingingen. Das ist so lächerlich, Mann. Zwei, drei, vier, fünf Treffer in den Kopf und er ist nicht tot. Und immer noch treffe ich ihn. Und immer noch. Oh mein Gott. Er ist verhurt. Ich weiß nicht, ob die Schritte nur den scheiß Gaff sind, der ständig Patrouille macht. Voranzunehmen, aber... Oh ne, das ist ein Laser. Warum siehst du nicht eine Scheißwaffe? Okay, ich hab noch einen. Lol, ich hab nur seinen Laser. Der hat mich nicht gesehen, weil ich hinter so einer Pflanze stand, glaube ich. Der hätte mich eigentlich so haben müssen. Oh Gott, war es behindert. Ich hatte gerade meinen Scope of Red Dot umgeschaltet und da hat sich umgeschaltet auf den Zoom-Modus. Das war so awkward. Oh, jetzt noch einen. Hab noch einen. Alter. Ah, so, er saß vor der Wind, Mann. Da waren drei. Drei. Bring mir eine Waffe mit. Ja, könnte ich vielleicht einrichten. Das sollte ein bisschen was rumliegen. Einer hat den S-Wach. Nee. Wie viele Leute haben die jetzt weggeschossen? Vier, oder? Ja. Ich habe einen. Nee, den an der Treppe, den hattest du. Da kam noch einer und den hattest du. Da den ersten noch an der Treppe hattest du, oder? Nee, den hattest du. Das war egal. Ach ja, scheiß drauf. Es war letzte Runde an der Treppe. Ja, okay. Whatever. Ich will jetzt nur noch kurz doppelt checken, ob hier nicht noch irgendeiner rumgammelt. In dem Fall war es zum Beispiel ganz gut, dass ich ein bisschen langsam gespielt habe, weil wenn ich da Single Rush wäre, hätte ich halt maximal ein, zwei mitgenommen und dann wäre ich so tot gewesen. Johnny, weil ist die Vibe? Du hast noch genug Quartz und ich kann ja auch noch 5 mitbringen, wenn du willst. Nicht ums. Nein, es. Ja, schon, klar will ich, aber. Oh, ich hätte ihn doch haben müssen, ich hab doch ja, zuerst geschossen. Ich kenne das Gefühl. Es geht nicht darum, dass ich es verloren habe, ist mir egal. Es geht darum, dass er hätte eigentlich tot sein müssen, nicht ich. Ja. Spasti. Okay, jetzt schauen wir mal den ersten. Warte mal, das ist glaube ich. Ich bin vor der Tür, vor der verschlossenen Tür. Okay, da dann bist du es nicht, du. Quasi der ganz hinten. Aber der hat, glaube ich, deine Waffe vielleicht. Auf jeden Fall hat er so eine Folge gemodelt mit den Shift Grip und so. Ja, das ist meine. Hattest du Laser hat, unten dran? Ja, Laser unten dran und dann diese zwei gelöcherten Griffe. Okay. Die hatte ich. Also das ist glaube ich nicht deine Leiche, das ist... Ah, der hat gar keinen Doc-Tag mehr. Gut, vielleicht ist doch deine Leiche.
Aber du hattest keine Shotgun, oder? Hattest du irgendeine Shotgun mitgenommen? Nee. Okay, naja, gut, die Leiche lag vor der Treppe. Das kannst du eigentlich fast nicht so sein. Nee, das bin ich nicht. Ich bin der quasi in dem Knick, in dem L sozusagen. In dem. Wahrscheinlich die Leiche. Ja, du bist nackt. Ja, okay. Gut, dann haben wir den Treppentypen noch. Hurenson. Das war der Rolli, der wurde gar nicht gelootet scheinbar, hat sich keiner getraut. Na gut, der hatte auch nur eine AK irgendwas in. Ist halt die Frage, was deine Ford ist. Ja, keine Ahnung. Wenn sie nicht mehr auf mir drauf ist, dann eventuell in seinem Rucksack, keine Ahnung. Genau, warte mal, der hat einen Tricep, dann loot ich mal den Tricep. Gibst du mir eine Waffe mit?